Hallo und herzlich willkommen auf lyrailer.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe in dem Bereich Extremwertaufgaben an. Und zwar geht es diesmal um einen Sportplatz, um den eine Laufbahn, eine 400 Meter Laufbahn herum gebaut ist. Und zwar, die außen halbkreisförmig sein muss und innen ein Fußballfeld begrenzt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie breit und wie hoch muss ich dieses Fußballfeld machen, dass wir möglichst große Fläche zum Fußballspielen hier drin haben, aber außen immer noch diese 400 Meter Bahn. Das heißt, diese 400 Meter sind fix und wir wollen jetzt wissen, ein möglichst großes Fußballfeld. Und deswegen, das ist eine Extremwertaufgabe, wir müssen das überprüfen, indem wir die einzelnen Formeln aufstellen. Wir wissen schon mal, erstmal müssen wir Variablen aufstellen. Dass es Halbkreise außen sind, können wir diesen Radius des Kreises auf jeden Fall brauchen. Und wir brauchen natürlich die Länge des Fußballfeldes. Nennen wir die mal Y. Und jetzt können wir die Formeln aufstellen. Der Umfang, wir wissen ja einmal außenrum, das ist gerade unsere 400 Meter Bahn. Also 400 gleich. Und jetzt, nun ja, zweimal laufen wir diese Seitenlinie entlang, also 2y. Und einmal einen kompletten Kreisumfang. Umfang eines Kreises 2πr. Also plus 2πr. Und jetzt wollen wir natürlich den Flächeninhalt. Wir wollen herausfinden, wie finden wir eine maximale Fläche für das Fußballfeld. Der Flächeninhalt des Fußballfeldes ist gerade die Breite oder die Länge y. Und hier diese Höhe, das ist gerade zweimal der Radius, also mal 2r. Jetzt habe ich also zwei Formeln und zwei Variablen, y und r. Jetzt haben wir ein lineares Gleichungssystem, zwei Gleichungen, zwei Variablen. Und das können wir natürlich auflösen. Die Funktion, die wir letztendlich brauchen zu maximieren, das ist die sogenannte Zielfunktion. Und die zweite Funktion, die wir als Hilfe brauchen, das ist die Nebenbedingung. Es geht immer gleich, man nimmt die Nebenbedingungen, löst sie nach einer Variable auf und setzt sie dann in die Zielfunktion ein. Das heißt, wir schauen, was wir hier tun können. Naja, am einfachsten wäre es, hier nach y aufzulösen. Das heißt, wir tun diese 2πr auf die andere Seite und teilen durch 2. Da steht also erstmal da, 2y gleich 400 minus 2πr, wenn ich das 2πr auf die andere Seite gebracht habe. Und jetzt teile ich noch durch 2. Dann habe ich y gleich 200 minus pi mal r. Und jetzt kann ich es in unsere Flächenfunktion einsetzen. Wir haben jetzt das r rausbekommen, indem ich das y hier einsetze, habe ich dann am Ende nur noch r drin. Das heißt, wir können die Funktion a von r nennen. Für y setze ich, wie gesagt, das hier oben ein, das heißt 200 minus pi mal r und dann einfach mal 2r. Das kann ich weiter ausrechnen. 200 mal 2r sind 400r. Minus pi mal r mal 2r, das heißt minus 2πr². Das ist also unsere Zielfunktion. Und jetzt haben wir auch nur noch eine Variable drin. Das heißt, jetzt können wir schauen, wann wird dieses Fußballfeld, diese Fläche möglichst groß. Das heißt, wir müssen den Hochpunkt dieser Funktion herausfinden. Das heißt, ich leite die Funktion ab, a von r wird dann zu a' von r, der Ableitung. Nur 400r abgeleitet ist 400. Dann minus 2πr², das Quadrat nach vorne, also minus 4πr. Das ist unsere Ableitung und die müssen wir jetzt natürlich gleich 0 setzen. Extrem stellen heißt, erste Ableitung gleich 0. Nun, wir lösen das nach r auf, das heißt, ich mache plus 4πr. Steht also da 4πr gleich 400. Teile ich noch durch 4π. Da steht dann da r gleich, naja, 400 durch 4 ist 100.
Taschenrechner eingeben. Das ist etwa 31,83. Und wir haben immer gesagt, hier oben hat es 400, das waren 400 Meter, das heißt, hier sind natürlich auch noch Meter. Das heißt, 31,83 Meter wäre dann gerade der optimale Radius für diesen Halbkreis. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Länge des Fußballfeldes, das ist Y. Das kann ich ja berechnen, indem ich das zum Beispiel hier oben einsetze. Das heißt, es steht da, ich setze es in U ein, 400 gleich 2y plus 2pi mal r. R ist 100 durch Pi, mal 100 durch Pi. Wir sehen schon, das Pi kürzt sich aus. Steht da, 400 gleich 2y plus 200. Mache ich minus 200, steht da 200 gleich 2y, teilen durch 2, y ist 100. Das heißt, die optimale Länge des Fußballfelds ist exakt 100 Meter. Jetzt müssen wir natürlich überprüfen, ob das auch noch der wirkliche Maximalwert ist. Das heißt, ob da wirklich ein Hochpunkt vorliegt und kein Tiefpunkt oder kein Sattelpunkt. Dafür müsst ihr die zweite Ableitung noch überprüfen. Die zweite Ableitung. 400 abgeleitet ist 0 und minus 4pi abgeleitet ist minus 4pi. Und minus 4pi ist auf jeden Fall kleiner 0. Und damit wissen wir auf jeden Fall, es ist der gesuchte Hochpunkt, das gesuchte Maximum. Es ist jetzt ein Zufall, dass er gerade 100 Meter rauskommt. Das ist natürlich die optimale Länge für einen Fußballplatz und auch die Standardlänge für einen Fußballplatz. Vorausgesetzt, wir haben eine 400 Meter Bahn außenrum und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was war zuerst, die 400 Meter Bahn oder die 100 Meter für den Fußballplatz? Aber auf jeden Fall sollte die 400 Meter Bahn zuerst gewesen sein und man sich dann überlegt hat, wie groß müsste ein Fußballfeld sein, kommt auf jeden Fall die optimale Lösung, gerade diese 100 Meter heraus. Schaut doch mal auf der Homepage www.nurelda.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.